wieder hoch zur Sanctuary. Mal sehen, ob sie uns was hinterlassen hat. Du meinst sicher Wertsachen, die du entwenden kannst. Aber ja, lass uns nachsehen. Wow, es ist vorbei. Du hast es geschafft. Wie gut fühlt sich das an? Ja, schon ziemlich gut. Allerdings ist jetzt auch irgendwie vorbei, oder? Ach, ich stehe hier immer noch. Lilith ist tot. Maya ist tot. Nur wir sind noch übrig. Dann müssen wir den Ball wohl aufnehmen, was? Tja. Die Wissenschaft beantwortet nicht alle Fragen, aber sie trennt Menschen von Tier- und Musikliebhabern. Was habe ich denn noch für hübsche? Ja, nur noch Schlachtstern 3000. Den Rest habe ich alles schon gemacht. Und irgendwie hat das ja auch gut gepasst. Was passiert, wenn ich dann wieder reingehe? Na, wahrscheinlich nichts. Begib dich zu Liliths Zimmer. Tja, die sind immer noch auf. Tja, dann gehe ich mal zur Sanctuary. Und da in Liliths Zimmer. Ich soll ins Feuer rennen. Zeit, einen Gott zu töten. Okay. Schauen wir mal. Oh, da war das sonst immer zu. Naja, dann laufen wir da mal hin. Bitte bring mir den Kammerschlüssel, den Tyrene abgenommen hast. Jetzt ist voll. Spicy. Ich habe keine Lust auf sortieren. Ist das Ding an? Test, Test. Hey, Kammerjäger, wir haben eine Gelegenheit für dich. Das willst du nicht verpassen. Na, geht's. Auf die Brücke. Achso, doch hier. Das ist neu, dass ich da rein kann. Ich hatte wohl gehofft, dass Lilith hier auf uns warten würde. Aber sie ist weg. Maya hat mir Geschichten über Lilith erzählt. Als die zwei noch Seite an Seite gekämpft haben. Ich vermisse sie beide. Was willst du haben? Den Kammerschlüssel? Kann ich dir denn vertrauen? Ich glaube, Tennis kannst du vertrauen. Oh, was ist denn das hier für ein geiles Teil?
Darf ich die auch machen? Die Kiste ist iridianischen Ursprungs, aber ich habe keine Ahnung, wo sie sie herhaben könnte. Es gibt keinen externen Mechanismus, aber vielleicht kann ich sie per Phasenverschiebung öffnen. Ja, mach mal bitte. Ah, es geht also. Merkwürdig. Lilith muss gewollt haben, dass ich das finde. Aber das würde bedeuten, dass... Wie dem auch sei. Wir müssen noch etwas anderes bereden, Kammerjäger. Also, ja... Unbegrenzte Magazingröße. Waffe erhitzt sich und ist irgendwann kaputt. Was soll ich sagen? Ist es toll? Nö. Die Infinity wäre nicht schlecht. Weil... Naja, so schlecht ist die auch nicht. Ich habe hier momentan die. Die hat 883 und 979 plus... Extras wie Querschläger und die hat oh, ne, es die ist hier vorbei. Du hast es geschafft. Auch nicht ich viel mehr. Ich nehme sie mal mit. Schieß die Welt an. Ich kenne scheiß die Wand an. Was ist denn das hier? Sparkplatt Loaded Dice Artefakt Schmettern mit Schock versehen. Man könnte meinen, es gibt nur zwei Bands im ganzen Universum. Minus 75% maximale Gesundheit. Was sagst du zum Wetter? Spar dir die Antwort. Es interessiert mich. Steigert dein Glück erheblich. Puh. Wow. Es ist vorbei. Du hast es geschafft. Wie gut fühlt sich das an? Feste in die Hand nehmen. Was haben wir denn da? Das langweilt mich, wie die meisten Dinge. Immer wenn Amerara eine Phasenumklammerung auf einen Feind anwendet, wird die Action-Skill-Element bei allen Feinden in der Nähe angewendet. Da müsste ich die Phasenumklammerung... Ich hätte gedacht, als Kammerjäger würde man viel mehr Sachen machen. Aber das ist auch cool, schätze ich. Macht es dir was aus, wenn ich mich in Smalltalk übe? Was sagst du zum Wetter? Spar dir die Antwort. Es interessiert mich nicht. So toll waren die Sachen nicht. Gibt's noch was? Mittels meines enormen Intellekts habe ich den Zweck des Artefakts erkannt, das du in der Kammer entdeckt hast. Es ist ein fortschrittlicher Wächtergeisteskern. Ich habe einen Neuraladapter gebaut, der ihn mit dem Schnellreisesystem des Schiffs verknüpfen kann. Mach das mal. Die Wächter haben diesen Geisteskern benutzt, um ihre eigene Kampf-KI durch Training in simulierten, noch chaotischeren Alternativuniversen zu verbessern. Zumindest glaube ich, sie waren simuliert. Es ist unklar, aber keine Sorge. Jegliche Paradoxa oder Realitätslecks sollten sich entweder von selbst auflösen, oder aber wir werden alle vernichtet, bevor es sonderlich schmerzhaft für uns wird. Nö, dann ist ja gut. Unten ist jetzt auch wieder ein Fragezeichen zu sehen. Und zwar wahrscheinlich bei Ellie, oder? Da. Babytänzerin. Wo soll ich das Teil installieren? Sei gegrüßt. Hi Maurice. Was dagegen, wenn ich hier kurz ein komisches Teil installiere? Ich nenne es Chaos-Modus. Ich habe ihn in die Schnellreisekarte an Bord integriert. Für den Fall, dass du mal Lust auf Chaos hast. Also nur zu. Es ist noch eine Arena. Story-Kampagne abgeschlossen. Glückwunsch, du hast die wahre Kammerjäger-Spielverlauf freigeschaltet, in welchem du die Kampagne mit schwereren Gegnern und besserer Beute neu erleben kannst. Aber das ist noch nicht alles. Du kannst jetzt den Chaos-Modus aktivieren, durch den du verrückte Effekte für dich und deine Gegner hinzufügen kannst. Verdiene mehr Erfahrung, Geld und seltene Beute, die es ausschließlich im Chaos-Modus gibt.
Okay. Wollen wir den mal ausprobieren? Chaos-Modus. Aha, das ist hier. Wächterrang. Ping! Freigeschaltet. Tada! Marke einlösen. Kritischer Schaden. Ach, da muss ich jetzt erstmal hier. Ich habe eine Wächtermarke. Rang 1. Wächterrang deaktivieren. Warum? Schließen. Kosten 15 Marken. Ich habe nur eine Marke. Waffenskin. Fügt allen Schüssen in Kämpfen um dein Leben 10% Schusswaffenschaden hinzu. Du kommst mit voller. Hä? Das Mouse-Over funktioniert nicht so gescheit. Hier, schau. Geht an und gleich wieder aus. Da bleibt es. Und hier, blub. Und hier auch nur blub. Seltsamer Kack. Kämpfe, kritischer Schaden, Granatenschaden, Schusswaffenschaden, Schusswaffenfeuerrate. Heiler, Jäger. Das ist doch mit dem Glück. Da könnte ich doch glatt.